So, da hier noch ein weiterer Test mit einer Powerbank. MegaFlow River 600. Wir haben momentan hier ein Raclette-Gerät angeschlossen. Ich tue jetzt hier den AC-Ausgang aktivieren. Und hier auch das Gerät einschalten. Und jetzt momentan hier am Aufheizen. Wir haben um die 378 Watt Stromausgang. Funktioniert also einwandfrei. Man sieht jetzt hier allerdings nicht wirklich schön unten dran, ist aber doch langsam am Aufheizen. Genau, das kann man hier spüren, nach wie vor. In etwa hier die gleiche Ausgangsleistung, 376 Watt. Funktioniert wie gewünscht. Wir können bis auf ca. 600 Watt konstanten Stromausgang hochgehen. Wir haben also nach wie vor Reserven. Läuft hier also doch noch nicht auf ein Maximum. Ohne Probleme hier ist das möglich. Wir haben um die ca. 32 Minuten Restlaufzeit mit der aktuellen Kapazität von 80%. Das ist also machbar. Doch hier noch über eine halbe Stunde Zeit zur Verfügung hier mit dem River 600. Wir können allerdings auch den River 600 Max nehmen, der im Prinzip die doppelte Kapazität hat. Das heisst, dort hier hätten wir dann bereits über eine Stunde vorhanden für so ein Raclette-Gerät zu betreiben. 368 Watt Stromausgang ist hier schön am Aufheizen, funktioniert wie gewünscht, einwandfrei. Mit massigen Merken. ...367 Watt Stromausgang aktuell hier. Die Wärme spürt man hier wirklich, wird langsam heiß. Genau. Funktioniert, wie gewünscht. Besten Dank fürs Zuschauen. Ihr findet weitere Angaben zu diesem Gerät auch noch im Online-Shop unter www.muelleroutdoor.ch. Merci fürs Zuschauen und bis zur nächsten Vorstellung.